Jo. Ja, wen haben Ihm wir ist denn kein Weg zu weit. Nein, wir haben einen Gast aus Bremen. Und wer ungefähr weiß, wo Bremen liegt, der weiß, dass dieser Mensch eine sehr lange Zugfahrt hinter sich hatte. Ist auch zu spät gekommen heute. Gott sei Dank ist er noch eingetroffen. Ein sehr geschätzter Kollege, der in Bremen das Slammer-Filet moderiert. Der größte Bremer Poetry Slam. Heute zum ersten Mal hier im Roxy. Applaus bitte für Sebastian Butte! Ja, hallo Ulm, schön hier zu sein. Ja, Co. hat's gesagt, ich bin vorhin zu spät gekommen. Ich bin reingekommen, als es gerade losging. Und es reicht ja nicht, 7 Stunden im Zug sitzen zu müssen. Der muss dann ja auch noch 1,5 Stunden Verspätung haben. Passt so ein bisschen als Einleitung zu dem Text, den ich für euch mitgebracht habe. Ich war vor kurzem auf einem Themenslam eingeladen und das Thema war Krieg. Und ich habe dann einfach zugesagt und dann irgendwann gemerkt, hättest du das mal lieber nicht gemacht? Was willst du denn darüber für einen Slam-Text schreiben? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ich habe keine Lust auf Panzer oder Raketen oder Krieg in diesem eigentlichen Sinne. Und ich habe einen Text geschrieben über jemanden, und das kennt ihr vielleicht, der mit sich selbst nicht ganz im Reinen ist. Das heißt, ich widme diesen Text allen unter euch, unter uns, die dieses Gefühl kennen, manchmal vielleicht falsch abgebogen zu sein und ja, nicht mit sich selbst zufrieden zu sein. Der Text trägt den Titel Bomben auf das Über-Ich oder auch des einen Freud ist des anderen Leid. Ich liebe es, wenn Publikum an der Stelle lacht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Prolog. Es war doch noch Koks da. Irgendwann heute Morgen, als du zwischendurch aufgewacht bist, war doch noch eine Line Koks da. Auf dem Nachttisch neben dir. Scheiße. Weg. Genau wie das Bier. Genau wie die zahllosen Flaschen Wodka. Oh, Beluga immerhin. Und die ganzen Leute, auch alle irgendwann weg. Naja gut, das ist ja auch nicht das Schlechteste. Auf der anderen Seite des Bettes liegen noch ein paar Haare der beiden Prostituierten, die bis eben noch bei dir waren. Die Blonde mit den großen Brüsten und die kleine Brünette. Ob sie ihr Geld wert gewesen waren, weißt du nicht mehr. Naja, wird schon. Ist ja auch egal jetzt. Ist irgendwie alles egal gerade. Wie zu oft, wenn du nüchtern wirst. Erstmal ein Joint. Und irgendwann wird's wieder leer. Wie immer, wenn du nüchtern wirst. Eins. Also wieder eine rauschende Nacht, wieder der König der Welt, wieder werden die Leute sich erzählen, dass du die besten Partys schmeißt, wieder werden sie dir anerkennend auf die Schultern klopfen, wieder wirst du nachts wach liegen, wieder wird dir der Kopf dröhnen, wieder wird irgendwo etwas in dir schreien, dass die endlose Jagd von einem Rausch zum nächsten nichts bringt, wieder wirst du Schlaftabletten und Schnaps zur Betäubung nehmen, um irgendwo für einen kurzen Moment von deinem inneren Frieden zu träumen. Und wieder verdrängst du die Situation. Dein neuer Schlitten mag zwar leider geil sein, aber der Kleinwagen deiner Haushälterin passt in jede Parklücke. Dein Bündel 50er, mit dem du durch den Club schmeißt, mag dir Türen öffnen, aber die Bekanntschaften dahinter lieben auch nur dein Geld und nicht dich. Deine Angestellten mögen nicken, wenn du etwas sagst und die Klappe halten, aber hinter deinem Rücken zerreißen sich das Maul über dich. Deine partiellen Lebensabschnittsgefährten mögen zwar wissen, wie man sich zurecht macht, aber jetzt mal ehrlich, die Rinde deines Toastbrotes stellt einen besseren Kommunikationspartner dar. Deine Freunde mögen es mögen, mit dir zu trinken, zu tanzen und zu singen, aber wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, hat seltsamerweise niemals einer Zeit. Deine Unzufriedenheit mit dir selbst mag sich eine Weile lang unterdrücken lassen, aber tief in dir weißt du, dass sie dich auffrisst. 2. Und dann bricht erneut Krieg aus. Gegen einen Feind, den du in- und auswendig kennst und der doch unbezwingbar überlegen ist. Gegen einen Feind, der dich aus dem Spiegel heraus provozierend anstarrst. Fragst dich, wie du an diesen Punkt deines Lebens gekommen bist. Fragst dich, in welchem Moment sich die Abwehrspirale nicht mehr aufhalten ließ. Fragst dich, ob du wirklich jemals daran geglaubt hast, zufrieden zu werden. Als dein Vater meinte, dass du später mal die Füllmarme nehmen sollst, hättest du merken sollen, dass das nicht dein richtiger Weg ist. Als du dich auf Wunsch deiner Eltern für das Wirtschaftsstudium eingetragen hast, hättest du merken sollen, dass du dir selbst widerstrebtest. Als du zum Friseur gerannt bist, um deinem Chef zu gefallen, hättest du merken sollen, dass du nicht mehr du selbst bist. Als du deine Frau vernachlässigt hast, um an einer Beförderung zu arbeiten, hättest du merken sollen, dass du ihr das Herz brichst. Als du deine Kinder im Stich gelassen hast, weil die Sekretärin noch jung und willig war, hättest du merken sollen, was du für ein Mensch wirst. Als du zu stolz warst, um Reue zu zeigen und von vorn anzufangen, hättest du merken sollen, dass es noch nicht zu spät ist. Deine Vorwürfe und deine Selbstzweifel bilden eine Allianz, welche die mühsam errichtete Schutzmauer aus Verdrängung bombardieren. Du ziehst dich zurück, hisst die weiße Flagge und kapitulierst vor dem Bild deiner selbst, das Umwelt, Gesellschaft und Sozialisation von dir gezeichnet haben. Und du weißt, dass du verloren hast. 3.
Der Kampf der Gedanken ist der Konflikt dieser Zeit, ist die Gefahr der Reizüberflutung, ist die Folge fehlender Verarbeitung, ist der eiskalte Krieg des Konkurrenzstrebens, ist der Untergang seiner selbst. Die Köpfe haben keine Pause, innere Stimmen, kein Volumen, Selbstreflexion, keine Ohren, Individuen, keinen Halt und Bedürfnisse, keine Relevanz. Wir sind so sehr in einem Strudel aus Anforderungen, Geltungsbedürfnissen und Ablenkung versunken, dass wir uns nicht mehr mit uns selbst auseinandersetzen, nicht mehr genug Zeit für Dinge aufwenden, die uns gut tun und nicht mehr genug Aufmerksamkeit für die Menschen aufbringen, die uns wichtig sind, da die einzige freie Minute des Tages, in der wir nicht wie in einem Netz gefangen sind, darin besteht, die Akkuladekabel für unsere Smartphones zu suchen. Epilog. Du liegst noch immer in deinem Bett. Du bist immer noch allein und hast immer noch kein neues Kokain, um das zu ändern. Als du aus dem Fenster auf die Straße blickst, weißt du nicht einmal, ob du schon wach bist oder noch träumst. Zwei Kinder spielen dort Verstecken. Miteinander, nicht vor sich selbst. Anscheinend wissen sie noch, was es bedeutet, Frieden zu haben. Dankeschön.